Ja, Wermelskirchen TV heute zusammen mit Christian Klicki, ein junger, dynamischer Mensch aus der Jungen Union und jetzt auch noch, man höre und staune, Parteivorsitzender in Wermelskirchen. Darüber wollen wir natürlich unter anderem auch sprechen. Erstmal hallo Christian, wie fühlst du dich? Ja, vielen Dank, dass wir uns treffen können. Ich fühle mich gut, wir haben schönes Wetter draußen, das macht natürlich die Frühlingsgefühle ganz hoch, wenn es sommerliche Temperaturen gibt. Wie bist du zur Politik gekommen? Ich war schon immer ein politisch interessierter Mensch. Also so in meiner Jugend, in meiner Kindheit erinnere ich mich, man hat so die Nachrichten verfolgt und so das alles mitbekommen. Man hat das noch nicht alles ganz verstanden, aber so dieses Grundinteresse war da. Und dann in der 7. Klasse auf der Realschule hatten wir so das erste Mal einen richtigen Politikunterricht mit den ganzen Sachen Bundesrat, Bundestag, die Verfassungsorgane. Und irgendwann mal meinte dann der Lehrer zu mir, Christian, du musst dich nicht mehr melden, du hast eh deine Eins, ich frag die anderen und wenn keiner etwas weiß, nehme ich dich dann dran. Sehr schön. Ist das auch elternmäßig geprägt? Sind deine Eltern auch politisch aktiv oder was? Nee, gar nicht. Mein Vater ist sehr geschichtsinteressiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass meine Eltern sind ja Spätaussiedler aus Ostpreußen und meine Großmutter ist ja im alten Ostpreußen in Masuren geboren und hatte natürlich das Pech, von einer Diktatur in die nächste zu kommen. Und meine Eltern konnten nie studieren oder ihre Meinung frei äußern im kommunistischen Polen. Das sind so Dinge, die kriegt man mit durch Geschichten. Das prägt einen sehr. Man sieht auch, wenn man öfters in Polen ist, Menschen, die wirklich in desolaten Verhältnissen leben. Und das treibt einen an, immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass die Rechte, die wir haben, auf die können wir stolz sein und die gilt es immer wieder in Erinnerung zu rufen. Oh, oh, oh. Große Worte. Und jetzt also auf der Kommunalebene fangen wir mal an. Da hast du ja einen ganz tollen Erfolg erzielt. Insofern als so mit, jetzt müssen wir, dürfen wir Alter, so dürfen wir sagen, ne? Ja, klar. Wie alt bist du jetzt? 21. 21, mit 21 Jahren Parteivorsitzender einer großen Partei in Wermelskirchen ist ja schon eine tolle Sache. Du hattest einen Gegenkandidaten, sonst wäre es ja einfach gewesen. Warum glaubst du, haben sich so überwiegend viele Mitglieder für dich entschieden? Hast du da eine Idee? Das ist eine schwierige Frage, weil ich schätze den Dr. Maisky sehr und halte ihn auch für einen kompetenten Menschen. Aber ich wollte das unbedingt, ich habe das richtig gebrannt. Aber ich glaube auch, dass es ein bisschen zusammenhängt, dass ich natürlich seit meiner Jugend mich angefangen habe, in der CDU zu engagieren. Und ich vergleiche das so ein bisschen, ich bin aufgewachsen, bin ein erwachsener Mensch gekommen und die Partei hat einen begleitet und man hat auch vieles Fachwissen, viele Blickrichtungen auf andere Thematiken bekommen, die man vor allem dann in Schule, Studium, in seinem privaten Umfeld mit einbringen konnte. Man hat gearbeitet für die Partei, man möchte die CDU nach vorne bringen und die Menschen kennen mich, ich kenne die Menschen, habe auch sie überzeugt durch meinen 10-Punkte-Plan, durch meine Auftritte, durch meine Arbeit als JU-Vorsitzender, in denen ich gezeigt habe, wie ich einen Verband führe. Und ich glaube halt, dass die Politik genauso wie die Wirtschaft und der Sport gerne möchte, dass man Führungspersonal aus der eigenen Jugend akquisiert. Ich habe ja angefangen in den Jugendmannschaften, war jetzt dann 2 Jahre im Stadtverbandsvorstand, mache die Geschäftsführung in der Fraktion. Bin in der Startaufstellung und jetzt habe ich die Kapitänsbinde und jetzt hat man natürlich die Ziele, die in den nächsten 2 Jahren in meiner ersten Amtszeit als CDU-Vorsitzender auf der Agenda liegen. Ja, das ist natürlich eine gute Frage, wenn du das mit dem Sport vergleichst. Ist das eine Geldfrage? Können die Sozialdemokraten dich kaufen oder durch ein interessantes Angebot locken? Oder die Freien Demokraten vielleicht oder wer auch immer? Nee, das ist ganz klar eine Überzeugungsfrage, weil ich bin Mitglied der CDU, ich glaube an das christliche Menschenbild, weil meines Erachtens, egal woher man kommt, egal wer man ist und was man kann oder was man nicht kann, jeder Mensch hat Talente und mit diesen Talenten bereichert er die Gesellschaft. Wenn man unser Führungspersonal auf bundespolitischer Ebene sieht oder auch auf landespolitischer Ebene, der Karl-Josef Laubmann ist Schlossermeister, unsere Bundeskanzlerin ist Physikerin, da hat man die komplette Bandbreite an Personal. Und auch, glaube ich, an das Modell der Volkspartei, dass Jung und Alt im gemeinsamen Zusammenwirken, im Ringen um die beste Meinung, das Beste für das jeweilige Umfeld, auch hier zum Beispiel wir in Wermelskirchen, erreichen können. Ja, also
die CDU hat noch ein bisschen Nachholbedarf. Da hast du nur eine schöne Aufgabe, oder? Ja, das ist natürlich so. Viele Leute sagen immer, ja, die CDU macht das Bild, macht das Bild. Genauso kritisieren viele zum Beispiel die katholische Kirche oder andere Dinge. Und ich sage ja klar, ich bin auch nicht 100% d'accord mit den Positionen der CDU auf Bundes- und Landesebene. Aber ich sage, anstatt zu meckern, engagiert sich mich. Und von der kommunalen Ebene hinaus, auch nach oben, versuche ich meine Meinung zu sagen, einzubringen. Und vor allem jetzt in meiner Zeit als Vorsitzender der Jungen Union gibt es immer die Möglichkeiten, auf Landestagungen der Jungen Union Anträge zu stellen, verteidigen, zu kämpfen, die dann auch weitergebracht werden. Stichwort Junge Union, wie viele Mitglieder hat die in Wermelskirchen? Kann man das beziffern? Die Junge Union hat 100 Mitglieder. 100 Mitglieder in Wermelskirchen? Genau, in Wermelskirchen mit Mitglieder. Klar, selbstverständlich sind da nicht alle am Ball, aber so 15 bis 20 Leute engagieren sich kontinuierlich mit dem Ziel, Wermelskirchen nach vorne zu bringen. So, ja. Hast du denn noch Kontakt zu anderen junge Liberale oder Jungsozialisten oder sowas? Gibt es hier auch in Wermelskirchen oder hast du da Kontakt zu denen? Ich hätte gerne, jetzt natürlich liegt der Schwerpunkt auf meiner Arbeit als CDU-Vorsitzender und das Amt des Vorsitzenden der Jungen Union werde ich abgeben. Aber es hätte die ganze Sache noch lebendiger gemacht, hätte man ein bisschen mehr Konkurrenz in Wermelskirchen bei den Jugendorganisationen. Ja, das wollte ich hören. Die Julis waren mal mit ein bis zwei Leuten da vertreten und haben sich engagiert. Von denen kenne ich die Leute auch, aber ehrlich gesagt höre ich da nicht mehr sehr viel von. Ich weiß noch nicht, ob sie aktiv sind. Die Jusos haben sich mal auf Papier gegründet, aber da habe ich auch nichts gehört. Und das ist ja auch so ein bisschen der sportliche Wettkampf, wenn man sich mal freundschaftlich reibt, wenn man diskutiert, debattiert, aber auch nach der Diskussion sich an die Theke stellen kann und gemeinsam Bier trinkt. Das ist für mich Demokratie, wie sie Spaß macht. Gibt es politische Vorbilder, die du hast? Oder nicht nur politische Vorbilder, sondern überhaupt Vorbilder in deinem Leben? Klar, erstmal die Eltern, klar. Wunderbar, das ist schön. Nee, man hat schon viele Tugenden und Werte in seiner Jugend mitgebracht bekommen. Und man sucht ja auch Zuflucht und Vertrauen bei seinen Eltern. Und das denke ich mal, deswegen kann man mit Fug und Recht die Vorbilder bezeichnen. Auch dadurch, dass ich gelernt habe, wie es ist, nicht in einem demokratischen Staat zu leben. Das ist eine Erfahrung, die habe ich selbst nicht gemacht, die habe ich nur gehört. Aber immerhin habe ich da teilhaben können. So als politisches, gesellschaftliches Vorbild habe ich auch Konrad Adenauer. Ich bin so ein großer Fan davon und gucke mir jede Doku von ihm an oder lies auch Bücher, Biografien über ihn. Und mich beeindruckt sein stringenter Lebensweg, diese Durchsetzungskraft, diese Hingabe, gesellschaftlich etwas bewegen zu möchten. Ich habe mir als Ziel gesetzt, dass die CDU als stärkste, deutlich stärkste Kraft bei der nächsten Kommunalwahl hervorgeht. Wir haben eine heftige Wahlniederlage 2009 erhalten und an diesen Abend erinnere ich mich auch sehr gut. Das war so die erste Kommunalwahl, die ich als Wahlkämpfer mit begleitet hatte. Da war natürlich die Stimmung betrübt und ich habe zu den Leuten um mich herum gesagt, ich werde alles dafür geben, dass wir 2014 wiederkommen und ich werde alles Menschenmögliche tun, was in meiner Kraft steht und meinen Fähigkeiten, damit wir das schaffen. Und das war auch so der Grund, warum ich gesagt habe, ich stehe in der Pflicht. Wir suchen einen neuen Parteivorsitzenden, ich bewerbe mich, schaue mal, was rauskommt. Ich habe ja auch eine Stunde noch oder auch kurz unmittelbar vor der Wahl war ich ja auch noch nicht sicher, ob ich gewinne oder nicht. Es war ja immer im Hinterkopf, du kannst auch verlieren. Aber man muss auch mal mutig sein und seine Position, seine Ideen nach vorne bringen. Nur so kann man als Person und auch für die Gesellschaft gewinnen. Ich gebe dir einfach ein paar Stichworte und du sagst zu dem Stichwort ganz spontan, was dir dazu einfällt. Nationalmannschaft. Spielt guten Fußball, hat auch einen Bezug oder eine Parallele zur Jungen Union. Wir kommen alle von unterschiedlichen Orten dieser Welt, kämpfen aber für dasselbe Ziel. Abtreibung? Abtreibung ist eine schwierige Sache. Ich habe Verständnis für Frauen, die diesen Weg wählen. Grundsätzlich, klar, ist es ein Menschenleben, das drauf geht. Aber ich glaube, unser Staat muss den Menschen oder auch gibt den Menschen die Freiheit, das selbst zu entscheiden. Homo-Ehe? Homo-Ehe. Wenn zwei Menschen sich lieben und ich bin auch ein Befürworter, der sagt, eine Familie besteht aus Mutter, Vater, Kind. Und das ist eine sehr schwierige Frage, bei der ich auch für mich persönlich hin und her singe. Ich sage aber, wenn zwei Menschen sich lieben, Verantwortung füreinander zu übernehmen
Und da, genau das entspricht ja auch dem konservativen Wertebild, dass Menschen füreinander da sind, füreinander einstehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Es gibt viele Beziehungen oder es gibt viele Liebesformen wie Polygamie oder sowas, was ich als Schwachsinn erachte, die genau das Gegenteil vorleben. Und diese Entwicklung, die muss die CDU auch zur Kenntnis nehmen und dementsprechend umsetzen. Atomkraft? Ich sollte man wieder einführen. Nein, jetzt ist es zu spät. Sehr schön. Es ist zu spät, aber ich habe da arge Bedenken. Ich bin in der Position, dass klar, die Atomkraft gehört auf Dauer abgeschafft, aber so wie die Energiewende jetzt umgesetzt wird, so auf Biegen und Brechen, ist es schwierig. Und viele Leute sehen sich der Atomkraft zurück, die auch protestiert haben, Atomkraft, nein, danke. Deswegen, das Konzept ist erstens zu kurzfristig angelegt. Zweitens, glaube ich, Deutschland im Herzen Europas schafft das nicht alleine mit der Energiewende, wenn von hier 150 Kilometer gefühlt an der belgischen Grenze der nächste Meiler steht, wenn Frankreich fast 70% seines Stroms aus Kernenergie bezieht, dann muss Europa als Gesamtes bestehen. Nur haben wir in Europa so viele Herausforderungen, dass es schwierig zu meistern wäre. Wahrscheinlich würden wir da eher auf Anti-Akzeptanz stoßen. Aber ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Und wenn es auf kommunaler Ebene ein Thema gibt, wo ich meine Meinung zu äußern kann, werde ich das tun. Bundeswehr raus aus Afghanistan? Jetzt der Vorfall mit dem Soldaten, der wieder gestorben ist, zeigt natürlich, Afghanistan ist noch nicht über den Berg, wird auch wahrscheinlich nicht über den Berg sein, wenn die Bundeswehr raus ist. Wir können den Menschen keine Werteordnung, keine westliche Werteordnung aufzwingen. Wir sollten da unseren guten Job leisten, sollten die Bevölkerung vorbereiten mit einem Grundgerüst und dann natürlich geordnet, wie es auch von der Bundesregierung vorgesehen ist, rausgehen. Jo, Christian, also wie wir hörten, du bist Jurastudent. Was hast du denn für Berufsziel damit? Rechtsanwalt? Das Schöne am Jurastudium ist, dass man sich alle Türen so lange wie es geht offen halten kann. Ich möchte meine beiden juristischen Staatsexamina machen und habe auch ein Praktikum in der Rechtsanwaltskanzlei gemacht. 6 Wochen fand ich sehr spannend. War auch jetzt im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da war der Abteilungsleiter sehr begeistert von mir und möchte auch langfristigen Kontakt mit mir, weil könnte ich mir auch gut vorstellen, in diese Richtung zu gehen. Aber das ist so vielfältig, was man alles machen kann. Ich möchte erfolgreich sein im Studium und dann schauen, was mich in meiner jetzigen Position, die mich dann erwartet, für mich und meine Familie am besten passt. Familie ist auch ein Stichwort nochmal bezüglich dir selber. Du bist befreundet mit, du hast eine Freundin, aber ihr seid nicht verlobt oder noch nicht verheiratet oder irgendwie sowas, ne? Ich habe eine Freundin, wir sind seit rund 1,5 Jahren zusammen. Und wenn ich jetzt eine Prognose abgeben müsste, würde ich sagen, dass es bei dieser Freundin auch bleiben wird. Das haben wir auf Band. Sehr schön. Schönste Lebenserklärung, die man machen kann. Oder nicht? Sehr schön. Machst du denn auch hobbymäßig irgendwas noch nebenbei oder ist die Aufgabe jetzt so, dass da nichts, keine Zeit mehr übrig bleibt? Doch, ich mache schon viel Sport und versuche, mich da fit zu halten. Können wir den Verein nennen oder ist das einfach so hobbytechnisch? Nee, ich habe jetzt bin im Fitnessstudium an der Universität, war vorher hier im Fit-In viele Jahre und habe auch mal 2 Jahre geboxt, aber zeitlich kann man ja leider nicht alles machen. Und klar, Politik nimmt schon sehr viel Zeit mit, aber dann macht man so Hobbys wie Geschichten, also Geschichte an sich oder mal ein interessantes Buch, seine Freunde zu treffen. Auch bin ich noch Mitglied einer katholischen Studentenverbindung in Köln und auch mit als Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung viel mit interessanten Leuten unterwegs und dafür tritt man dann auch schon die ein oder andere Stunde, wenn man sie dann frei hat. Ah ja, Stichwort neuer Papst. Positiv für die katholische Kirche aus deiner Sicht? Bin sehr interessant. Natürlich, wenn man einen Namen nimmt, Franziskus, der noch niemals vorher bei einem Papst da war, möchte man, glaube ich, damit große Akzente setzen. Die ersten Wochen waren vielversprechend. Mir gefällt das auch sehr, dass er als Papst sehr nah am Menschen ist und sich vor, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Drecksarbeit nicht scheut. Das wünsche ich mir auch bei vielen Politikern. Deswegen schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt.
2014 hast du ja als Stichwort auch genannt, Kommunalwahl hier in Wermelskirchen. Du hast einen eigenen Wahlkreis? Noch nicht, aber das ist eine Frage, die wird in den nächsten Wochen unsere Partei beschäftigen. Und mein Ziel als Parteivorsitzender ist, bis zum Ende des Jahres alle 20 Wahlkreiskandidaten aufzustellen. Und dann wird sich ja auch herauskristallisieren, welcher mein Wahlkreis sein wird. Hast du da irgendwie eine Vorliebe für irgendeinen Wahlkreis, wo du vielleicht von deinem Wohnort her oder was hier im Stadtteil? Ich wohne ja relativ nah an der Innenstadt und würde da auch gerne einen Wahlkreis haben. Hast du sowas wie eine Bürgersprechstunde auch, wie der Bürgermeister? Also, oder hast du das schon mal angeboten oder ist das schon mal passiert, dass Bürger dieser Stadt zu dir gekommen sind und dir Fragen gestellt haben? Also eine Bürgersprechstunde explizit biete ich nicht an, aber ich bin erreichbar. Auf der Homepage der CDU Wermelskirchen kann man meine E-Mail-Adresse finden, man kann auch meine Telefonnummer finden, bin über Facebook, E-Mail und was sonst immer greifbar, auch wenn man mich anruft, bin ich gerne bereit, mit den Menschen ein Gespräch zu führen und über die Sorgen und Nöte zu sprechen. Und hin und wieder tun das auch manche Leute oder man diskutiert auch, wie jetzt auf Facebook, in Sachen PCB mit den Verantwortlichen der Realschule und versuch da, soweit es geht, als politisch handelnder Akteur zu helfen. Ja, prima. Ja, Christian, ich fand es super spannend. Vielen Dank fürs Gespräch. Und so wie ich es sehe, glaube ich, hören wir nochmal öfter voneinander. Schauen wir. Ja, super. Wo kann ich denn jetzt hin? Welche Fernsehen? Werbefilm TV.